Etwa 3 Sekunden dauert es zwischen Absprung und Eintauchen. Mit etwa 85 Kilometern pro Stunde kommt Anna Bader auf der Wasseroberfläche auf. Cliffdiving ist für mich einfach auch ein großes Gefühl von Freiheit. Da oben bin ich erstmal ganz für mich und irgendwie auch unantastbar. Und wenn ich dann abhebe und in der Luft bin, ist das einfach auch ein Moment von Schwerelosigkeit. Ja, es fühlt sich nach Freiheit an. In Ponte Brolla in der Schweiz liegt eines der beliebtesten Cliffdiving-Gebiete Europas. Hier, nordwestlich von Locarno, treten jedes Jahr die besten Klippenspringer bei den Europameisterschaften gegeneinander an. Abtrocknen ist Pflicht, denn die Gefahr abzurutschen wäre sonst zu groß. Das Wasser ist durch die Aufschlaggeschwindigkeit hart wie Beton, deshalb tauchen Klippenspringer immer mit den Füßen zuerst ein. Ein unkontrollierter Aufprall aus bis zu 20 Metern Höhe ist vergleichbar mit einem mittelschweren Verkehrsunfall. Knochenbrüche, Verstauchungen, Verrenkungen. Es trifft meist ungeübte Springer. Bei Profis ist die Verletzungsrate relativ gering. Die Angst ist für uns ganz wichtig, weil die uns einfach hilft, dass wir nicht leichtsinnig werden und dass wir diesen Punkt der Konzentration finden können. Deswegen ist Angst tendenziell eher gut für uns. Wichtig ist, dass wir uns mental sehr gut vorbereiten und die Sprünge nochmal vor dem inneren Auge sozusagen ablaufen lassen und dass wir dann auch Atemübungen machen, dass wir einfach ganz bei uns sind, wenn wir da springen. Klippenspringen ist Adrenalin pur. Mit Yoga kommt Anna Bader beim Training und bei den Wettkämpfen wieder runter und fokussiert sich. Ihr Lebenspartner Chris Colanus ist auch professioneller Klippenspringer. Das Paar hat 2 Kinder. Um Fitness und Familie unter einen Hut zu bekommen, trainieren sie oft gemeinsam. Extremsport zu betreiben und Eltern zu sein, ist eine Herausforderung. Ich mache mir heute mehr Sorgen als früher. Um mich selbst, wenn ich performe, und natürlich auch um sie, wenn sie springt. Als Single ist man nur für sich selbst verantwortlich. Aber jetzt sind wir bei allem, was wir tun, für die ganze Familie verantwortlich. Jetzt mit Familie habe ich natürlich viel weniger Training. Ich habe viel weniger Zeit, mich auf die Vorbereitung zu konzentrieren. Und deswegen habe ich mich eben auch entschieden, leichtere Sprünge zu machen, leichteres Programm. Hatte damit aber tatsächlich auch 2017 zum Beispiel bessere Ergebnisse als je zuvor. Schon als Kind geht Anna Bader zum Kunstturnen. Später trainiert sie Kunst- und Turmspringen. Doch ein Urlaub verändert alles. Als ich 17 war, war ich auf Jamaika im Urlaub und dort gab es eben die Locals, die da an diesem Sensi Griggs Café von den Felsen gesprungen sind. Ne? Und Touristen können auch von dieser Plattform springen. Und dann habe ich da einen Sprung gemacht und die haben gesagt, oh, you're a professional, milady, come over and dive with us. Das war vielleicht so der Einstand ins Klippenspringen. Hier in Ponte Brolla startete Anna Bader 2005 ihre Karriere als Klippenspringerin. Viele Jahre lang war sie die einzige Frau und trat gegen männliche Konkurrenten an. Frauen waren in Wettbewerben nicht vorgesehen. Bei den Europameisterschaften in diesem Jahr sind 3 Frauen und 21 Männer am Start. Die 8-fache Europameisterin erreicht dieses Mal den 2. Platz. Es gibt mehr Wettkämpfe, auch auf ganz hohem Niveau, die FINA-Weltmeisterschaften und Weltcups und die World Series. Und man hat viel mehr Möglichkeiten zu trainieren und zu springen. Und das ist gerade für uns Frauen toll und es war auch immer mein Traum, als ich angefangen habe, dass es irgendwann auch mal richtige Wettkämpfe geben würde. Ihr Traum hat sich erfüllt. Und so ist und bleibt Anna Bader nach wie vor immer auf dem Sprung.